Moin, wir sind ja jetzt in der zweiten Session doch noch ein bisschen mehr geworden. Das freut mich. Willkommen bei Pitch and Thrive. Das ist Johanna, ich bin Hauke. Das ist unsere wunderbare Jury, die gleich nochmal für euch vorgestellt wird. Pitch and Thrive ist das Pilotprogramm, in dem wir versuchen, unternehmerische Akteure auf die Bits und Bäume zu holen. Das Ganze hat sich ein bisschen an Höhle der Löwen orientiert. Weniger Löwen, mehr freundlich gesinnte, konstruktive KritikerInnen hier bei uns in der Jury. Aber weitere Worte zu den Details des Formats und zur Jury wird Johanna an euch richten. Ja, gut. Ich mache das jetzt zum vierten Mal, habe nicht verstanden, dass der Dings aus war. Egal. Hallo in die Runde, ich bin Johanna, genau wie Hauke gesagt hat. Ich darf euch unsere wunderbare Jury vorstellen und auch ein paar Worte zum Format sagen. Also vielleicht erstmal kurz zur Jury. Machst du mal eine Slide weiter bitte? Genau, wir haben das Ganze so aufgezogen, dass wir eine Jury ausgewählt haben, die aus unterschiedlichen Perspektiven oder Blickwinkeln auf das Unterfangen des jeweiligen Startups blickt. Wir haben einmal Yvonne Zwick hier, Vorsitzende von Baum, die so ein bisschen die Nachhaltigkeitsperspektive primär anbringen wird. Wir haben Frank Karliczek hier, der eher die IKT-Seite so ein bisschen beleuchten soll, und Felicitas, die eben den Business Case auch so beurteilt. Wir haben heute eine spezielle Situation, dass wir noch ein Ehrenjurymitglied haben, Raymond, der einfach auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive drauf guckt. Und nochmal vorangestellt, wir haben ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis. Das heißt, wir wollen diese Perspektiven natürlich zusammenbringen. Uns geht es darum, welches Unterfangen hat auch irgendwie, ist wirklich sozial, ökologisch, nachhaltig, aber auch zukunftsfähig. Genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir bitten euch als Community, ihr seid nämlich auch herzlich in die Abstimmung mit einbezogen. Es wird 50% Community, 50% Jury-Vote sein dann letztendlich. Ihr könnt diesen Code gerne scannen und für euren Favoriten am Ende stimmen. Und die Preisverleihung gibt es heute um 17 Uhr. Genau, ja, wir freuen uns drauf. Es startet Stefan von Circle Knowledge. Die kommen nicht. Ich heiße zwar nicht Stefan, ich bin der Jonas. Der Stefan. Wir wollten das zusammen machen, aber ich hatte dir geschrieben, dass der Stefan das nicht schafft. Alles gut, gar kein Stress. Easy peasy. Das ist super. Genau, das sieht gut aus. Perfekt. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Jonas, ich arbeite für Circonomit. Wir sind ein junges Unternehmen aus Aachen und ich möchte euch heute ein bisschen näher bringen, wie wir Unternehmen dazu encouragen, nachhaltige Entscheidungen innerhalb ihres Wirtschaftens zu treffen. Was ist unsere Vision? Unsere Vision ist, dass in Zukunft alle Unternehmen dazu verpflichtet sind, oder es vielleicht sogar von selber machen, nachhaltige Indikatoren in ihr tägliches Wirtschaften so zu integrieren, wie sie es heute mit finanziellen Sachen machen. Warum brauchen wir diese Vision? Warum ist es so wichtig? Wir haben es in unzähligen Vorträgen und Workshops heute schon gehört und die letzten Tage multiple Krisen, sei es Klimakrise, sei es der Angriffskrieg der Ukraine, fordern täglich Menschenleben weltweit und führen dazu, dass unsere Lieferketten zusammenbrechen, nicht mehr optimal funktionieren und führen dementsprechend auch zu einem großen, milliardenschweren Verlust weltweit für Unternehmen. Warum ist es denn eigentlich aktuell noch so schwer, als Unternehmerin, als Unternehmer, die ökologisch gesehen richtige Entscheidungen zu treffen für das Wirtschaften? Wir haben da drei große Probleme identifiziert. Das erste Problem ist, es liegen nicht genug Daten vor für eine allumfassende Lebenszyklusanalyse, LCA, Lifecycle Assessment. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn oder selbst wenn die LCA durchgeführt werden kann, liegt kein Wissen vor im Unternehmen, wie das anschließend in das eigene Wirtschaften integriert werden kann. Und der dritte Punkt, der uns immer auch wieder aufgefallen ist, ist, dass die Unternehmen auch große Angst davor haben, was denn für Kosten auf sie zukommen, wenn sie das machen, denn sie können nicht messen, wie der Effekt ist, wenn sie nachhaltiges Wirtschaften integrieren. Gott sei Dank gibt es uns. Wir haben da eine ganz simple Lösung.
Wir nehmen Lebenszyklus an diese Daten, ziehen die aus bestehenden Rechnungswesen. Aus Rechnungen und aus Bedienungsgebrauchsanleitungen von Maschinen kann man ganz viele wichtige Daten ziehen. Wir haben das auf 4 Datenknotenpunkte reduziert: Energie, Wasser, Wärme, Transport. Diese brechen wir runter auf ihren Impact und bauen die am Ende so ein als Lebenszyklusanalyse-Daten, dass am Ende beim Controlling der Unternehmen ein multidimensionales Optimierungsmodell entsteht. Genau, indem wir diese nachhaltigen Indikatoren mit der Finanzoptimierung verknüpfen, wollen wir nicht nur diese 0,15% von den deutschen Unternehmen ansprechen, die intrinsisch motiviert sagen, ja, ich möchte was verändern, ich möchte nachhaltig wirtschaften, sondern auch die anderen 99% der Unternehmen, die sagen, ja, das können wir doch gar nicht, wirtschaftlich gesehen geht das doch gar nicht, nachhaltig zu werden. Und wir sagen, doch, indem wir das mit den Finanzoptimierungsindikatoren verknüpfen, weil das konnten deutsche Unternehmen schon immer gut, ihre Kosten optimieren. Genau, wir fokussieren uns nicht auf wir wollen nicht das neue SAP werden, das ist für uns ganz klar. Wir konzentrieren uns darauf, dass der Markt immer weiter wächst. Das muss ich hier niemandem erzählen, der Softwaremarkt wächst jährlich um 6%. Und es gibt für alle einzelnen Sachen schon Lösungen. Für die finanziellen Aspekte gibt es SAP, ERP-Systeme und für die Nachhaltigkeit gibt es auch unterschiedliche Sachen. Und wir wollen das zusammenführen und entwickeln dadurch ein holistisches Modell, was unserer Meinung nach jedem Unternehmen helfen kann, nachhaltige Entscheidungsprozesse in das tägliche Wirtschaften zu integrieren. Unser Businessmodell ist relativ simpel. Wir planen eine Software-as-a-Service-Solution mit Abo-Modell und haben 4 unterschiedliche Pläne. Je nachdem, was das Unternehmen gerade benötigt, es fängt an mit der Guideline, um halt LCA-Daten und Value-Chain-Daten zu generieren oder zu wissen, wo die überhaupt liegen, bis hin zur absoluten Endlösung, wo quasi die komplette Wertschöpfungskette optimiert wird und transparent wiedergegeben wird. Genau, was vor 2 Jahren in der Forschung begann, in der RWTH Aachen, in der Lebenszyklusanalyse bei meiner Chefin, scalen wir jetzt quasi raus für eine Lösung für die Industrie. Wir haben uns jetzt mit der Methodologie beschäftigt. Jetzt sitzen wir am Proof of Concept und planen Ende des Anfang vom nächsten Jahr, also Quartal 1 2023, die ersten Testdurchläufe mit unserem MVP durchzuführen. Genau, unser interdisziplinäres Team reicht von den Maschinenbauern bis zu mir, der als Politikwissenschaftler sich manchmal immer noch denkt, wie er hier reingeraten ist. Und genau, wir haben 2 Bachelorstudenten, die ihre BA bei uns schreiben und haben einen Mentor, der uns in allen finanziellen Aspekten unterstützt und greifen auch auf die vor Ort verfügbaren Inkubatoren zurück und werden auch vom Land gefördert. Genau, um es nochmal abzurappen, die UN hat schon vorgelegt mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und für uns steht ganz klar das Unterziel 16.7 im Fokus, dass wir gewährleisten, dass eine responsive, inklusive und partizipative Entscheidungsfindung auf allen Ebenen möglich ist. Wir fangen damit in der Wirtschaft an, wollen das in die Bürger reintragen, in die Kommunen, suchen Partner. Nächstes Jahr ist eine Funding-Runde, aber wir sind auch immer interessiert an Unternehmen und anderen Netzwerken. Ich freue mich auf die Fragen und freue mich auch, mit euch nachher ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank. Ich fange gerne an. du hattest ja jetzt gesagt, ihr schaut euch quasi die 4 Themen bei der LCA an. Habt ihr in irgendeiner Form eine Verknüpfung, ich sage jetzt mal, zur Unternehmensstrategie geplant? Oder sagt ihr, ihr kommt quasi nur von diesen 4 Themen und quasi den SDGs? Oder soll es da einen Link geben? Weil das ist ja eventuell auch durchaus eine wichtige Komponente. Mit den 4 Themen meinst du die Datenknotenpunkte? Ja, genau, du hattest ja von Wasser, Energie, Transport. Mhm. Und Wärme, danke. Also wir fangen mit den Datenknotenpunkten jetzt nur an. Wir planen das zukünftig, dass es auf alles gehen soll. Also wir wollen das auch mit Materialentscheidungen beeinflussen. Wir wollen da wirklich so viel reinnehmen wie möglich. Wir müssen halt nur irgendwie anfangen mit einem kleinen Team. Mhm. Und natürlich Unternehmensstrategie, wir gehen davon aus, dass das
nicht nur im kleinen Rahmen bleibt. Wir haben ab nächstem Jahr das Lieferkettengesetz, was Unternehmen zur Berichterstattungspflicht führt. Da geht es schon der eine Grund. Wie bereite ich meine Liefer- und Wertschöpfungsketten transparent auf? Das wollen wir auch anbieten im ersten Schritt. Und das zweite ist, dass wir nicht denken, dass es in den nächsten Jahren bei Kompensation bleibt. Die Unternehmen, es geht ja schon los mit CO2-Zertifizierung, die Unternehmen werden dazu verpflichtet sein, wenn sie zu große negative Umweltwirkungen haben, da wird es Strafzahlungen geben oder sonstiges. Und das ist natürlich auch im Sinne der Unternehmen, diese zu verringern. Und wir rechnen gerade sehr konservativ mit dem Marktanteil nur in Deutschland von 55 Millionen. Und wir denken, dass das aber deutlich höher werden wird in den nächsten Jahren durch die legislative Grundlage, die jetzt gerade auch EU-weit geschaffen wird, woran noch gearbeitet wird. Okay, noch eine zweite Frage. Wie kann ich mir das vorstellen an den Entscheidungspunkten? Also jetzt geht es natürlich darum, klar, die Themen zu optimieren. Dann habe ich aber teilweise ja auch gewisse Trade-offs zwischen den Themen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt an einem Entscheidungspunkt bin? Was macht eure Software dann? Also wie hilft sie mir dann quasi, die nachhaltigere Entscheidung zu treffen? Okay, ich verstehe. Also wir fangen jetzt erstmal an, Daten zu sammeln. Und wir planen eine ML-basierte Algorithmus, Machine Learning. Mhm. Wenn der Algorithmus mit genügend Daten irgendwann gefüttert ist und du als Unternehmerin deine Wertschöpfungskette eingepflegt hast und dann zum Beispiel, sagen wir, du baust eine Kupplung und hast, keine Ahnung, Material Eisen aus Frankreich, was weiß ich, dann zeigt dir der Algorithmus an, hey, das Eisen kannst du vielleicht nicht unbedingt kostengünstiger in Deutschland erwerben, aber du hast einen kürzeren Transportweg. Das sind wieder die Daten von Punkt Transport. Das heißt, du hast weniger negative Umweltwirkungen, wenn du kompensieren möchtest oder halt möglichst umweltfreundlich arbeiten möchtest, macht es da Sinn, die Wertschöpfungskette an diesem Punkt zu optimieren. Und das lässt sich halt auf alles machen. Also es geht vom Prozess, vom Einzelnen, vom Material über das Projekt bis hin zu ganzen Unternehmensprozessen. Okay. Beantwortet das? Beantwortet die Frage. Darf ich noch eine kleine Nachfrage stellen? Weil jetzt hast du auch gesagt, es geht quasi in dem Fall um die Kerngröße Transport und vermutlich CO2-Emissionen. Gibt es da aber quasi eine Komplexität? Also werden auch verschiedene Faktoren zusammengewürfelt im Sinne von soziale Faktoren? Du hattest das Lieferkettengesetz angesprochen, solche Themen. Also wir fangen jetzt erstmal, wie gesagt, mit diesen vier Datenpunkten an, aber gerade bei den sozialen Aspekten, da gibt es ja auch schon Bewertungsstandards, da müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Da wollen wir später auch die Schnittstelle zu entwickeln. Und gerade Transport ist ganz spannend. Wir haben das bei uns relativ klar unterteilt in statische und dynamische Daten. Und zum Beispiel Transport ist für uns ein statischer Datensatz, weil du hast einmal die Adresse von dir als Fabrikant, du hast die Adresse des Lieferanten oder das, wo du das herbeziehst, dann hast du automatisch die Berechnung des Kilometer und dann kann man zum Beispiel aus EcoInvent sich den Durchschnittsverbrauch LKW Deutschland rausziehen. So und so hast du schon diesen Transportbereich. Okay. Das ist natürlich bei Preisen für Material und sowas, das ist ständig im Wandel, das können wir als Datenlage gar nicht haben. Da müssen wir auf andere Sachen zugreifen, ganz klar. Okay. Danke. Jetzt sagtest du gerade eben Machine Learning, da müssen wir natürlich sofort nachhaken. Also Machine Learning erfordert ja viele Trainingsdaten. Das heißt, man muss ja eigentlich, um jetzt eine Prognose zu bekommen, sage ich jetzt mal, 1000 andere Unternehmen oder Organisationen gehabt haben, die in derselben Situation sind oder in einer sehr ähnlichen und vor einer sehr ähnlichen Fragestellung standen. Und diese Daten muss man eigentlich sammeln, statistisch, um dann das Netzwerk zu trainieren, um dann eine Vorhersage treffen zu können. Also wie soll das funktionieren? Also ich sage dazu gleich, ich bin nicht derjenige, der das Produkt entwickelt, aber ich kann so viel sagen, wir stehen auch noch ganz am Anfang und das wird ein Riesenprojekt. Ich denke, das ist allen bewusst, dass das sich über mehrere Jahre hinziehen wird, bis wir da am Ziel sind, wie wir es uns vorstellen. Wir stehen gerade im Austausch mit vielen Unternehmen aus der Baubranche, die daran sehr interessiert sind und auch aus dem IT-Bereich. Und wir planen jetzt mit den ersten Innovationspartnern, nenne ich es mal, oder Innovationspartnerinnen, dass die quasi auf Projektbasis für unseren MVP ihre Daten zur Verfügung stellen und auf lange Sicht dann natürlich so einen großen Datenpool haben, weil wir fangen jetzt in Deutschland an, wir wollen aber auch Deutschland, Österreich, Schweiz, europaweit, also wir sehen da sehr großes Potenzial. Natürlich ist das jetzt noch in weiter Ferne, dass dadurch Entscheidungen getroffen werden können, aber wenn wir dieses Jahr, am Ende dieses Jahres die ersten 10 Innovationspartnerinnen wirklich haben, mit denen wir in Gesprächen stehen, sind wir da, denke ich, auf einem guten
haben wir erstmal eine gute Basis für uns. Ja, also ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt schwierig vor mit dem Machine Learning. Also ich bin ja auch Unternehmer und muss auch jeden Tag Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen sind oft von so einer Komplexität, wo es einfach 100 Faktoren auf das Ganze einwirken, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es so viele andere Organisationen gibt, die exakt in derselben Situation schon mal waren, dass man da wirklich statistische Daten sammeln kann. Außerdem sind triviale Fragen, so, keine Ahnung, Öl verbrennen oder Solarzellen, das ist dann vielleicht irgendwie einfach, aber komplexere Entscheidungen sind... So komplex persönlich sehe ich das gar nicht, nur meine persönliche Meinung. An sich ist jeder Prozess, geht in jeden Prozess Energie rein, sei es halt der Transport oder sei es die maschinelle Herstellung von einem Produkt. Wir können die Energie messen, wir können auch das Wasser messen, was in den Prozess reingeht, Wärme und wie gesagt diese CO2-Äquivalente. Aber wir wollen natürlich, wenn ich jetzt an CO2 denke, das spielt ja zum Beispiel eine untergeordnete Rolle in der Chemieindustrie oder in der Medikamentenherstellung. Da kommen ja ganz andere Faktoren rein mit chemischen Umweltwirkungen. Das wollen wir alles schrittweise ausbauen. Und das wird eine Riesenaufgabe, das ist uns auch bewusst, dass das von unserem sechsköpfigen Team so nicht stemmbar ist. Deswegen sind wir auch nach wie vor auf der Suche nach starken PartnerInnen. Was ist der Anreiz für mich, meine Wertschöpfungskette bei euch einzutragen, wenn ich Unternehmen bin? Also das ist ganz klar. Erstens, wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer oder wenn dein Unternehmen ab nächsten Jahr unter das Lieferkettengesetz fällt, speist du uns deine Daten ein und wir bearbeiten die das oder bereiten die das so transparent auf, dass du, ich übertreibe es mal ein bisschen, PDF ausdrucken, klicken musst und am Ende deine Liefer- und Wertschöpfungskette so transparent hast, dass du die auf deine Webseite packen kannst und für jeden Bürger, für jede Bürgerin das einigermaßen verständlich ist, würde ich mal sagen. Und der zweite Aspekt ist, dass du mit unserem Algorithmus deine Liefer- und deine Wertschöpfungskette resilienter gestalten kannst. Du kannst sie nachhaltig transformieren und im besten Fall sparst du sogar noch Kosten. Heißt das, ich bekomme von dir ein Feedback in Bezug auf zum Beispiel politische Zielstellungen und wie groß mein Abweichungsgrad zum Beitrag zu diesen Zielen ist? Mit Sicherheit, das ist auf jeden Fall geplant, ja. Das heißt, welche gesetzlichen Grundlagen habt ihr da alle schon rein integriert und welche politischen Ziele? Also wir halten uns, wie gesagt, gerade sehr stark an die 17 SDGs. Da spielt natürlich auch die Nachhaltigkeitsentwicklung im deutschen Raum eine große Rolle. Also so realistisch müssen wir auch sein. Ich bin dann nicht der Meinung, dass diese Ziele erreichbar sind zurzeit. Wir hatten ja einen riesigen Setback durch die Ukraine-Krise und Corona. Ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Aber es ist auch ganz klar, dass wenn einige Unternehmen aus bestimmten Branchen, ich will jetzt hier nicht konkret werden, ihre Liefer- und Wertschöpfungsketten einspeisen würden, dann würde ihnen auch bewusst werden, dass ihr Modell, wie sie gerade wirtschaften, so keinen Sinn macht. Also es wird nicht verschönt werden. Aber dann stelle ich die Frage nochmal anders. Also es ist ja die eine Perspektive, vom Unternehmen heraus zu schauen, welchen Beitrag leiste ich zu den SDGs. Ja. Das ist die positive Formulierung. Genau. Jetzt ist der Stefan Multhaupt bei euch mit dabei. Also falls er zuhört, hallo, schöne Grüße. Die Frage ist eigentlich für ihn. Arbeitet ihr mit Schwellenwerten und Zuweisungen von absoluten Zielstellungen wie planetare Belastungsgrenzen zum Beispiel und brecht die runter und setzt die in Bezug zu dem Geschäftsmodell des einzelnen Unternehmens, was seine Daten hier einfüttert? Das ist bis jetzt noch nicht geplant. Aber auch da besteht die Möglichkeit, eine ganz normale Schnittstelle nachher zu integrieren und das mit einzubauen. Ja, vielen Dank. Ich habe mir so eine Lösung lange gewünscht, dass zum Beispiel, also Computer says no, ne? Jetzt wollte ich mich hier für das Unnachhaltige entscheiden, aber das System sagt, nein, geht nicht, ne? Computer says no. Allerdings habe ich dann über Markus Gabriel zum Beispiel ethisches Entscheiden, also wie kann man die beste oder die gute Möglichkeit vielleicht auswählen. Und du hattest ja auch Partizipation gemeint beschrieben. Richtig. Und jetzt sehe ich aber da noch nicht die Partizipation. Also hier entscheidet ja das Modell und wo bleiben jetzt da die Betroffenen, die Menschen? Ja. Okay, kann ich dir gerne erklären. Danke für die Frage. Ich habe jetzt quasi ein Dashboard vorgestellt für Unternehmen. Also wir planen genauso Dashboards für Kommunen, dass Kommunen quasi dieses Abonnement abschließen können und ihren Bürgerinnen zur Verfügung stellen können. Zum Beispiel da ist im Mittelpunkt für uns gerade der Transport. Wie kann die Kommune als Arbeitgeberin natürlich auch, aber auch als Anbieterin für ihre Bürgerinnen gewährleisten, dass diese den nachhaltig besten Transportweg zum Beispiel wählen?
Das ist so der eine Ansatz. Aber zum Beispiel, wollen wir auch öffentlich stellen, du hast ein Dashboard als Nutzerin und schaust dir zum Beispiel zwei Handys an, vergleichst die. Heute vergleichst du datentechnisch das Datenblatt, okay, wie viel Megapixel hat die Kamera, wie groß ist der Arbeitsspeicher und pipapo. Und da fehlt da diese nachhaltige Komponente, die wollen wir halt reinbringen. Zum Beispiel auch vom Social Impact her, dass vielleicht ein anderes Fairphone in Europa produziert wird, aber das andere Handy in China und da sind die Sachen mit drin, die nicht so gut recycelt werden können und sowas. Und die Daten liegen alle vor. Das Problem ist, es ist noch nirgendwo so aufbereitet, dass es ein Otto-Normalverbraucher, der Endnutzer, versteht und darauf basieren die richtige Entscheidung treffen kann. Und da müssen wir hin. Mhm. Darf ich eine Anschlussfrage stellen? Sehr gerne doch. Weil jetzt ist es wieder diffuser geworden. Wer ist die Zielgruppe für das Instrument und wer ist die Zielgruppe für die Daten, die aus eurem Service generiert werden? Also wir fangen mit Unternehmen an. Ja. Aber wir sehen keine großen Hürden darin, das auch für die Bürgerin zur Verfügung zu stellen. Sei es nun über einen Kaufvertrag mit der jeweiligen Kommune. Das sind ja an sich das Zurückgreifen auf die gleichen Datensätze, nur halt am Ende mit einem anderen Frontend. Mhm. Also wir fokussieren jetzt ganz klar in erster Linie auf die Kooperation mit Unternehmen, damit die ihre Wertschöpfungskette nachhaltiger machen können. Mhm. Aber natürlich ist es auch schön, wenn das Unternehmen das macht, das auch irgendwie darzustellen, das für den Bürger oder den Käufer, die Käuferin sichtbar zu machen, hey, wir tun hier unser Bestes, um unsere Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Wir tun schon was und dass sie das auch sehen sollen, ist dann ja auch klar. Ich habe nachher ein Feedback für dich. Gerne, freue ich mich drauf. Darf ich noch eine Frage stellen? Was mich noch interessieren würde, ist, du hattest ja darüber gesprochen, dass ihr auf Datenbanken zugreifen wollt, auch um diese LCA berechnen zu können. Jetzt ist ja da das momentan eins der größten Themen gefühlt, ist ja einfach diese, wo kriege ich die Daten eben her? Und wenn ich natürlich auf Sekundärdaten, also diese Datenbanken zugreife, habe ich ja da doch eine gewisse Unsicherheit einfach in meinen Berechnungsergebnissen. Habt ihr euch da was überlegt, wie ihr damit umgehen wollt, also mit diesem Unsicherheitsfaktor, der da drin steckt? Mhm. Also gerade so Materialdatenbanken und sowas, da sehe ich jetzt noch nicht das Problem. Genau, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also du hattest ja das Beispiel Transport genannt, ja. Wenn ich da jetzt Durchschnittswerte nehme, dann kann das natürlich richtig sein, das kann aber auch völlig falsch sein, weil ich vielleicht explizit mit jemandem zusammenarbeite, der nur Elektro-Trucks nimmt. Nur mal jetzt quasi als Beispiel. Genau, also um das zu übergehen, damit würden wir jetzt anfangen mit diesen Durchschnittswerten, aber wir wollen natürlich so weit gehen, dass zum Beispiel das produzierende Unternehmen seinen Lieferanten selber fragt, hey, wie sieht denn deine Fahrzeugflotte aus? Oder zum Beispiel auch, hey, wenn du Teil X für mich produzierst, was für ein Stromgemisch hast du? Da wollen wir natürlich auch, dass es sich stufenweise quasi verselbstständigt, um da möglichst viele Fehler zu vermeiden. Danke. Nochmal auf das Thema Machine Learning und AI und KI. Ja. Also ich habe immer so das Gefühl, das wird maßlos überschätzt und das sage ich als Informatiker, weil es nämlich immer auf Trainingsdaten basiert und damit ist AI inherently rückwärtsgewandt. AI ist nicht in der Lage, Projektionen, sinnvolle Weiterentwicklungen, Utopien zu entwickeln oder vorzuschlagen, weil es immer auf den Trainingsdaten, die aus der Vergangenheit kommen, basiert. Deswegen ist mir noch nicht ganz klar, weil da steckt dann in dem Modell, steckt dann drin, das haben wir immer schon so gemacht, deswegen machen wir das jetzt wieder so. Das ist Machine Learning. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ihr daraus dann Prognosen und sinnvolle Empfehlungen für die Zukunft entwickeln wollt. Ganz schnell Antwort. Ja, ganz schnell Antwort. Okay, klar, mit den Dummy-Daten gebe ich dir recht, aber wenn wir die Dummy-Daten mit Echtzeitdaten ersetzen, die wir aktuell von InnovationspartnerInnen bekommen, sehe ich das Problem nicht. Und es geht nicht darum, dass der Algorithmus hier am Ende ausspuckt, okay, so und so viel Prozent oder das ist der Impact, sondern es geht darum, dass am Ende der Algorithmus sagt, okay, hier ist eine Entscheidungsoptimierung, weil zum Beispiel 20 Tonnen CO2 eingespart werden durch den Prozess, den du hier rein theoretisch machen kannst.
herzlich dafür danken. Als nächstes kommt Mathieu von Netiquette. Kann man damit zeigen? Gibt es einen Laser? Ja. Sekunde. Das für. Ja, super. Danke. Ja. So, ich bin Mathieu, ich bin IT-Ingenieur und Politikwissenschaftler. Und die Firma ist Argeo. Sie ist in 2007 in Wien gegründet worden und seit 2012 in Berlin als GmbH tätig. So, unsere Aktivität ist grundsätzlich, wir entwickeln maßgeschneiderte Systeme, basierend auf Open-Source-Technologien, so vor allem Enterprise-Systeme. Die Technologien sind Java und Linux, Red Hat Enterprise Linux oder Debian. Und die Idee seit 2007 ist immer gewesen, so Open-Source-Software zu Bereichen zu bringen, die noch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Und wir haben in verschiedenen Industrien gearbeitet, so Finanz, IT, die Systeme waren bei JP Morgan, HSBC, auch die LBB hier in Berlin, auch in die Industrie, Agfa, Rolls-Royce und in der internationalen Zusammenarbeit UNICEF Kongo für Wasserressourcenverwaltung. Die Netiquette hier, ja, ist unsere neue Marke. So die Idee, wir arbeiten darüber seit 2 Jahren, die Idee ist, alle die Software, die Open-Source-Software, die wir so seit Jahren entwickelt haben, gesammelt haben, so mehr so standardisiert als SAS anzubieten und sodass es immer noch möglich ist, so komplexe Anpassungen zu der Software zu schaffen, aber mit keine oder kaum Programmierung. So, für unsere Zielgruppe sind eher kleine und mittlere Organisationen, so NGOs, Firmen der Nachhaltigkeitsbereich, kleine Regierungsorganisationen. Und ich dachte für Bits und Bäume, ich würde euch so vorstellen, vor allem unsere Pilotanwendung, so die seit 2 Jahren in Produktion ist, für ein NGO, die durch 6 Länder in Westafrika tätig ist. Und es geht um Agrarforstwirtschaft. So, die Agrarforstwirtschaft kennt ihr bestimmt viele von euch, aber nur um es zusammenzufassen, es geht darum, die Boden zu verbessern durch besondere Baumarten, die werden nicht geerntet, aber die verbessern so den Ertrag des Feldes und die Nachhaltigkeit der Felder so in diese so afrikanische Länder, wo sonst sehr intensiv Kakao, Kaffee gepflanzt wird. So, und diese Projekte werden von Geldgeber finanziert aus verschiedenen Ländern. Und diese so NGO, die seit 30 Jahren tätig ist, brauchte ein System für das Reporting zu den Geldgebern. So ganz kurz über die Feature und dann wir werden ein bisschen mehr über diese Interaktion mit den Geldgebern sprechen. Erstmal werden, wenn ich es schaffe, nein, aber ich könnte es sehen, werden die Daten so offline mit Mobil, auf ein Mobil und mit Standard Open Source Software gesammelt. Wenn die Leute, die die Daten sammeln, wieder Internetzugang haben, sie können es zu den Systemen hochladen. Die Daten, die gesammelt werden, sind, welche Bäume sind gepflanzt worden oder bezüglicherweise gefällt worden und welche sind natürlich auch gewachsen oder gestorben. So, das heißt, man hat eine Entwicklung Jahre nach Jahr, dass man kann sehen, auch wie die Bäume verschwinden.
Es gibt auch so, natürlich so Karten, einen Validierungs-Workflow. Das heißt, bevor der Geldgeber so die Datei sehen wird, werden die Datei validiert. Berichterstattung mit den Gesamtsummen. Und was ich glaube besonders wichtig ist und allerdings was ein Enterprise-System macht, das ist diese feine Verwaltung der Zugangsrechte. Das heißt, dass der Geldgeber sieht nur die Felder, der er oder sie finanziert hat, und er sieht nicht die Privatdaten des Bauern. Das System ist auch mehrsprachig, so in diesem Fall so Französisch und Englisch, aber man könnte so zusätzliche Sprachen ganz einfach hinzufügen. So, jetzt grundsätzlich solche, ja, zum Schluss, ja, so jetzt die Idee ist, mit Ihnen zu sehen, wie man das verallgemeinern kann, entweder um Bäume zu zählen und verwalten mit anderen Baumarten und anderen Kategorisierungen oder andere Umweltressourcen sowie Wasser, Biodiversität, Luftqualität, so ein solches System so, so grundsätzlich von Datensammlung und Reporting. Ja, das wäre die Idee, ich glaube, was Ihnen interessieren könnte. Wie läuft der Verifikationsprozess, die Validierung der Daten? So, die Validierung der Daten, also ihr könnt ihr das sehen? Ich gucke immer da so ein bisschen, ja, ja, aber ja. Geht so. Wir sind ja beweglich. Genau. Ich habe lieber ein Slide gemacht. Es gibt diese Inbox, ja. Dass ich keinen Platz zu bezeichnen. Das ist, wenn die Dateien aufgeladen werden, weil grundsätzlich, sie machen Runde, sie bleiben ein, zwei Wochen so auf dem Land, so in diese Länder, und wenn sie zurück sind, sie laden alles hoch, und aus dieser Inbox kann man so es als eine dieser so, auf Französisch man sagt, vierte Chance, so diese so Feldseite, so es gibt eine Seite pro Feld, und die Daten werden integriert, wenn das Feld schon existiert, es kommen neue Daten, und Mikrofon. Ah ja, Entschuldigung. Ja, sprich. Aber wenn die neuen Daten angekommen sind, dann sie stehen nicht sofort zur Verfügung. Man muss so, es gibt diese Edit-Button, und da gibt es die Möglichkeit, so die Daten anzupassen, zu ändern. Auch, man sieht es kaum hier, aber man kann auch das Feld so mit GPX-Dateien, mit GPS-Dateien, kann man hochladen, weil sie messen mit GPS auch den Umkreis des Feldes. Und kann man auch das hochladen. Und diese, die es machen, das sind wirklich ein, zwei Leute in dem Team pro Land, die wirklich so entscheiden, okay, jetzt kann es den Geldgeber sein. Und auch sie sagen, welche Geldgeber es ist. Sie verteilen zwischen den verschiedenen Geldgebern. Aber sind das Leute von euch? Nein, oder nein. Sind das regionale Partner vor Ort, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Nein, das sind unsere Kunden. So, unser Kunde ist ein NGO. Ah. Sie haben sechs, das französische NGO, sie haben sechs Tochterorganisationen, aber die eigenständig sind, jeder von lokalem Recht. Und das ist ihnen sehr wichtig. So die, und grundsätzlich die Benutzer, die tatsächlichen Benutzer, sind wirklich die Afrikaner, alle diese Organisationen, die eigenständig sind. Und wie gesagt, die Software ist voll Open Source und standardbasiert und wird in der EU gehostet, weil das war ein Argument für sie, aber theoretisch könnte es auch da vor Ort gehostet werden, so wie es strukturiert ist. Man könnte einzelne Länder so verteilen, aber das ist natürlich so günstiger und einfacher, dass wir es verwalten. Okay, das würde ich als regionalen Partner bezeichnen in so einer Struktur. Ja, in dieser also Struktur, regionaler ja. Partner vor Ort, der die Bedingungen vor Ort kennt und ja. Als glaubwürdiger Akteur, ja. NGO zum Beispiel. Weil wie gesagt, unser Modell, das ist, wir machen so maßgeschneiderte Systeme. Ja. Bisher, das war immer sehr viel Entwicklung. Okay. Und jetzt die Idee, das ist, okay, jeder hier braucht so Bäume zu zählen, Ressourcen zu verwalten, Geldgeber zu befriedigen. So, jetzt in diesem Fall, das wären nur Konfigurationen, diese besondere Struktur der Organisation, diese besondere Kategorien.
Aber das könnte auch in Deutschland oder in Indien passieren. Wir sind im Gespräch zum Beispiel mit einem Projekt in Indien, die das auch wollen, so Agrarforstwirtschaft. Danke. Eine ganz andere Frage, eine ganz andere Richtung. Und zwar, ihr seid ja schon ein Unternehmen und ihr seid Dienstleister hauptsächlich. Ihr macht IT-Consulting, oder? Ja, und Entwicklung. Entwicklung, ja. Genau, ja. Und jetzt möchtet ihr sozusagen einen neuen Geschäftsbereich aufmachen, der in das Produktgeschäft geht. Also ihr macht jetzt Produktgeschäft. Ja, ja. Das wäre die Idee. Ja, das ist halt eigentlich klassisch und ziemlich schwierig, das beides gleichzeitig zu tun. Ja. Ja, also die Idee, das wäre immer weniger Consulting zu machen. So und Projekte, wir haben immer Projekte gemacht, die uns geholfen haben, so die Plattform zu verbessern. So, dass seit 15 Jahren wird die Plattform entwickelt, Schicht nach Schicht. Und jetzt so grundsätzlich, ja, das wäre die Idee, nicht beide gleichzeitig zu machen. Oder mindestens nicht mehr ich. So, weil das ist immer das Problem, wie du dich vorstellen kannst, mit diesen so Java-Technologien und alles. Entwickler zu finden, und wir machen auch sehr pur Java, so nicht mit allen großen Framework und alles. Und jetzt, ich möchte gerne lieber mit Leuten arbeiten, die sich fokussieren auf diese, dass man versteht die Organisation, dass man strukturiert, was ich geschrieben habe, statt so Entwicklung, die ich sonst letztendlich so mache. Und ja, so. Aber ja, ich bin davon bewusst, so die Idee wäre, kein Consulting mehr oder ein paar sehr interessante Sachen zu machen. Okay. Ich hätte noch eine Frage, wenn es ja um den Dateninput geht, dann hattest du ja gerade beschrieben, dass ihr mit den regionalen Partnern vor Ort zusammenarbeitet. Mhm. Habt ihr auch schon mal überlegt, also auch wenn man dann über Biodiversität, Wasser spricht, ob sich Teile davon quasi automatisieren lassen? Also weil das bedeutet ja so, dass immer jemand vor Ort sein muss, jemand, der sich auskennt, dass ich vor allem Dinge bewerte, die ich auch quasi beobachten kann und zählen kann. Aber du meinst von der IT-Technik, EDV-Technik? Oder, weil ich meine, um die Bäume zu zählen, man braucht wirklich Leute vor Ort. Aber ich meine, die grundsätzlich das Training, haben wir so, wir hatten eine Sitzung mit einer dieser Validierungsleute, so Validator, so durch WhatsApp oder Jitsi, und das war es. Und dann, sie haben die anderen trainiert, weil die Anwendung, ich könnte euch zeigen, ich weiß nicht, ob ich sie dabei habe, aber die meisten Mitarbeiter, die wirklich vor Ort sein müssen, benutzen vor allem diese so Formular. Mhm. Und die sind da eigentlich ganz einfach, und eigentlich das Feedback von, wo die NGO sich sehr gefreut hat, das ist, dass das System so wirklich einfach ist. Okay. So, und er versucht nicht zu viel zu machen, und ja, das ist schon genug, aber letztendlich, das sind Zoom, das sind so, da, so wir sind vorsichtig geblieben, das hat sich gelohnt. So grundsätzlich, es gibt Ideen, es mit Satellitendaten zu verbinden, selbstverständlich Carbon, weil diese NGO arbeitet, macht so, wie sagt man das auf Deutsch, so diese Carbon-Kompensierung. Ja. So, so sie beginnen sowas zu machen. Okay. Dafür man braucht andere Art von Daten, so die würden in das System gehen. Ich bleibe da vorsichtig. Auch die Idee, das ist schon die Grundlage zu haben. Das ist nicht sehr sexy, aber ist günstig, robust und so gute alte Java-Linux-Technologien, okay. So, die zuverlässig sind. Ja, vielen Dank. Super spannendes Projekt. Genau dazu. Das heißt, auch an Franks Frage anknüpfen, das heißt, da sollen neue Unternehmungen draus entstehen, die das dann das Projekt trägt. Das ist doch so, jetzt, wir haben diese Marke auf EU-Ebene eingetragen, weil das ist ein rein Open-Source-Business-Modell, so GPL, so ähnlich wie Nextcloud. Mhm. Und in diesem Fall, was man verkaufen kann, ist wirklich die Marke, die Kredibilität. Also es gibt keine proprietäre Komponente. Und das andere Pilotprojekt hat eigentlich mit Urbanismus, ein öffentliches Projekt, so Open Heritage, das war ein EU-fundiertes Projekt auf 11 Länder, so viel mehr Policy Analysis Reporting. Und jetzt da auch, ich bin interessiert an Feedback, so wären Investoren daran interessiert,
weiß nicht, bin nicht sicher, ist vielleicht nicht so sexy genug. Wir haben Forderungen von der Regierung letztes Jahr bekommen, von der Bundesregierung im Rahmen der Innovation mit der Corona. Das hat uns sehr geholfen, so weiterzumachen. Ich würde lieber in Richtung Förderungen suchen und eigentlich, wir haben Erfahrung, so Teil von Förderprojekt zu sein, von der Bewerbungsphase bis zu die langfristige so Wartung der Systeme, wenn es entwickelt ist. So typischerweise, wenn ihr Idee habt, braucht ein EDV-Partner. Das wäre eine Entwicklung. So vielleicht, aber jetzt gibt es schon die Marke, das schafft einen Wert. Oder auch euren Feedback und euer Input geben. Also falls ihr noch Fragen habt, ja, gerne. Danke für die Präsentation. Eine Frage zum dem Slide. Du schreibst da Enterprise-Grade Systems for Small and Medium Organizations. Also das heißt, dieses System ist jetzt komplett flexibel, nicht nur für das Reporting von bestimmten Maßnahmen an Geldgebern oder ökologischen Projekten an Geldgeber, sondern letzten Endes könnte ich das System auch anpassen, um mein Projektmanagement zu machen, um Projektmanagement zu machen oder Finanz- oder Belege verwalten oder genau. Wie? Wenn du willst, so von der Technik auf Java-Ebene, es gibt einen ganzen Teil, das ist unsere Linux-Infrastruktur und ich habe so Cloudless geschrieben, das heißt, wir sind nicht in einem Cloud, wir sind auf Bare Metal und verwalten selbst so unsere Java-Prozesse und Datenbanken und LDAP-Servers. Und dann, es gibt die Java-Schichten, Und da es gibt verschiedene Layers und das unterste Layer, RGO Commons, das ist das älteste seit 15 Jahren, ist wirklich ein allgemeiner Integration-Framework, so sehr leicht. Und darauf kann man alles, und das haben wir immer gemacht, dass wir, wie ich am Anfang gesagt habe, so Finanz-IT, was auch immer, Rolls-Royce, R&D und so weiter. Mit die nächste Schichte, das ist RGO Suite, ist schon viel mehr für Zusammenarbeit orientiert, aber nicht so allgemein wie Nextcloud, aber dass man es dann in bestimmte Richtungen anpassen kann. Und dann ist unser Marketing-Fokus, Marktfokus. Und unser Marktfokus jetzt ist nicht so technisch angewiesen, aber eher, wie ich da geschrieben habe, kleinere, mittlere Akteure und Bereiche Nachhaltigkeit und aber das ist eine Entscheidung, das ist wirklich eine Entscheidung, weil es uns einfach mehr interessiert, ehrlich gesagt. Okay. Aber man könnte auch eine Buchhaltungssoftware da irgendwie bauen. Okay, aber das ist jetzt quasi nicht das, was das System quasi standardmäßig tut, so dass ich sage, so, okay, ich klicke mir da verschiedene Datentypen oder so und customize mir irgendein System, sondern das ist schon so vorgesehen. Nein, das vorgesehen. Braucht schon Experten, um es zu konfigurieren. Man muss schon werten und immer mehr, da sind immer mehr Konfigurationsfiles, auch mit der Benutzeroberfläche, aber die Idee ist nicht ein voll No-Code-System zu machen. Das braucht immer noch Konfiguration, vielleicht manchmal ein bisschen Code. So, das ist die Richtung. Und dann, und das ist die Frage, deswegen steht noch nicht das Angebot so allgemein zur Verfügung. Das ist, wenn wir wirklich so ein Etikett.eu so öffnen und es kommen die Leute mit den Kreditkarte und ab und beginnen zu bezahlen, dann es sollte schon eine Standardversion geben, ein paar Standard, so nicht orientierte Versionen der Software, die, wie du sagst, total Standard sind und brauchen nicht unsere Anpassungen. Und in diesem Fall, ich glaube schon, es geht schon in die Richtung, schon diese so Baum, Carbon. Ich glaube, da gibt es schon Bedürfnisse und ich weiß nicht, ob ich es geantwortet habe, so theoretisch alles ist machbar, aber irgendwann mal, man muss sich fokussieren. Enfin, das ist unser Ziel, mindestens. Von der Jury jetzt noch was zur Rückmeldung. Gibt es sonst noch was aus dem Publikum? Okay, sonst würden wir zu unserem letzten Pitch übergehen.
Okay, my name is Rehab, and it's different language, different continent, and different topic, but it's directly related. So I'm talking today about something that we all know. We all know that time passes, right? And I'm claiming here that time also prints. Time leaves its traces on everything, and as we walk, we leave footprints. As we touch things, we leave our fingerprints on them. And what I want to make here is to make the computations leave traces as well. And I believe that this is very fundamental in enforcing all the regulations, for example, that are targeting climate change. Because if we want to say that, I mean, I don't know if you all know it, but computation today takes almost 10% of the whole energy used on Earth. And by 10 years, this is expected to be like 50% or even more of the whole energy that is used. And that's huge. And there are some parties that utilize these data processing for the benefits. And it's important to know which computations are done where and why for which kind of benefits. This is a very hard problem. And we have seen in the first two pitches that most of the innovations today are done on the software level. And there is nothing to verify the data that are presented from the hardware level. So you depend on what the manufacturers and what the providers would tell you that we have done. These are the amount of data that, or amount of energy that we have processed. This is how we process the data. And in order to have an independent evidence for the computations, it has to be done at the hardware level. So you have to be sure that the hardware is open and everyone knows what's going on. And we want to really leave the computations or make them leave something like the footprints that people would leave on while they're walking or the fingerprints that we leave when we touch things. So the most important thing is that thing is independent. This cannot be done by the providers themselves. It has to be done by an independent entity, and it would generate this hash or signature that looks like the fingerprint or the what we call time print from the computation. And the main idea, very simply, and you can ask later if for any details, is that as the time passes, there is always a small unit of time, like the day and night, that changes, and then the Earth goes around the sun, and then it goes to the same place again, and we have the whole year composed of several days. We use similar idea to divide tracing any electronic signal into trace cycles. And from these trace cycles, we give each clock cycle, like the day, a binary code. And then we aggregate those at the end of the trace cycle to summarize the whole performance in something like the hash. So it's a very small signal that means totally nothing in itself. But because of how we did the codes and that we know that we are tracing a signal in a specific place, we can still use this to prove if something has happened or not. And that's the main idea. So for example, we have used this already in the CAN bus that exists today in the cars to exactly prove the timing of a CAN bus that is sent in a car and why this is irrelevant. So all the cars now have something like the cruise system, lane keeping, and if accident happens, then was it the driver or was it the system? This is something that cannot be proven right now. The system usually tells you, yeah, these are the list of the messages, these are the times of it, and then there is the driver who is saying, no, it wasn't my fault, there was an unintended acceleration, how can we prove what happened? And this is exactly what the time prints have been already, we have already implemented that on a prototype FPGA. This is also one different thing about this pitch, that it's very early stage, while the others were really advanced. But exactly, I'm presenting this here to get the feedback, whether we should continue doing research, or we should start now and do the company that really would do such hardware that can be put on chips and analyze its input and outputs and prove what's going on. So, for example, you can also use this for something like compliant with regulations regarding privacy. Are the data that are being gathered really are those that are in the consent and the user have accepted on them being gathered? So you can also prove such a thing at the hardware level. So yeah, I think
I already told you that I'm looking for the feedback from you and the advice on how to really make our further step. Thank you. This is super fascinating. I have so many questions. I don't know where to start. Please. Okay, maybe the first obvious one. I mean, from a IT perspective, this is really interesting, super fascinating. But can you maybe describe again, like, the relevance for the Bäume part of Bits on Bäume? Yes, so exactly the part is that the data processing that is happening right now is really taking a lot of energy. And let's say this has to do with data that are collected without consent of people. So there is a lot of metadata being collected from all the phones all the time. And users are not kind of aware of that. I mean, this Friday, I met a senior researcher also in the University of Bremen, where I work as well, exactly for raising the awareness of this amount of data that is being used, collected, and so on. Because this is very important for such a solution to be enforced. I mean, if people are not aware in the first place that there are a lot of data being collected, then why would anyone have such a thing installed in the first place? And to my surprise, so she was working in education, and I was talking with her to make something in education to educate exactly about this. And they were starting a new project with many European universities that uses virtual reality to teach history and culture using the Oculus from Meta, which is another level of collection of data, and which exactly also might not be really clear which kind of data are being collected there. And this is a typical use case, let's say, for a time prince, that if you want to allow or to put a regulations, because virtual reality in general has many other useful applications. I mean, they can use in training for surgeons, and I mean, there is a multitude of applications that can be really very useful. Okay. But such a regulation of which data are being collected exactly, and whether really the parties collecting them are sticking to that or not, this is something that needs to be not just, I mean, you can't put the regulations as now, but to make sure that they are enforced at the end. That will require something from the hardware as evidence. Maybe another question, if possible. Sure. I never thought about the idea that data might be traceable. It's really fascinating. But isn't there a danger that someone turns something good into something evil here? Because if data is associated to a person, then you make tracing people easier. That's very true, and that's why here I have this no revealing nor concealing. So you can also, because this is a hash, so you cannot really get something out of a hash code unless you know already what the system is about. And that's exactly the point, that here we want to, and the thing is that we also use mathematical proofs here. So as we can prove that something has happened from this hash, we can also prove that some data cannot be extracted with this hash. So the danger here that are still left is because we prove that you can prove this with this hash, and you cannot prove that with that hash. But there are many things that we might have not thought about that someone can use those hashes still to prove something out of them. So of course there is this, and that's why this has to be something open, and the community has to be all involved so that even when such a thing occurs, it's mitigated, because the flexibility that we have here is that we have these codes, and we can like change them and make them more compliant to exactly if such danger appeared, we can modify the codes easily. Mm-hmm. Okay. Is the solution operationable yet, or just an idea by now? There is a proof of concept functioning, so we already could prove like the timing of the messages. So the CAN bus are the one used on automotive, really. Mm-hmm. And we have implemented this even on programmable hardware. So that's it's not software anymore, it's not simulation. There is a real hardware that really contains the hardware that can generate the time prints, send them to the computer. But for example, of course, to make this a product now, we need to put it in a not just an FPGA, this programmable IC, but we need to put it on real chip or real ASIC.
Or maybe also as a first step for the canvas, for example, there is Bosch here, which is working already on the canvas and like already produces the, not produces the chip themselves, but the chips are produced for them that make the physical layer of the canvas. And for example, that can be put on the same chip, so like the IP of the chip that we have right now can be sold to Bosch, for example, because they will say now our PHY layer has also time prints. So we can prove the messages that have been exchanged on them. Mm-hmm. So as a first stage, that can be now integrated as a product in something else. But in the future, I hope that this would be something like really mounted on top of the chips so that the time prints are generated for the inputs and outputs of each chip. And then you can be sure like that this chip has not violated any of the privacy concerns, for example, or the operational correctness also can be, this can also be useful for that. Do you have a timetable for the development? So now I have like 2, 3, 4, 5 timetables, and each one of them depends on the funding that is possible in that direction. So if I will go to the academia, for example, there is the ATTRACT fund in Fraunhofer Institute that supports this kind of ideas. But they want the IP, so I'm not sure how much they would tolerate that I want to open source this. And there are going to be parts that could be patented, of course, at the level of the making the hardware ourselves. Mm-hmm. So that's one direction that I could go. That would be like 3 years until the first production, and the second other years maybe for passing it to other many applications. And that's like the one or an example of the academic path. The other path is really just doing a startup right now and try to talk. So I talked already with many people and it seems promising, but it's like the more turbulent one that probably will not go with the plan. So hopefully for in that path, we could have the first prototype with Bosch, for example, within a year. And then go later for the Amber bus and for other buses that we have started working with. So that's more close. More good, but it's full of surprises and that I'm not familiar with. So also that would be helpful to have actually your feedback about the best possible way, whether to really do the startup as soon as possible or to continue in the academia as the case right now. Okay. I have a feedback for you then later. Yeah, thank you. Maybe a question from my side. Can you describe a little bit about your target market? So what have you, what are your thoughts on who you want to approach, who you want to work with, how big is the market? Have you any thoughts on that? So I thought about the sectors in markets, but not exactly about how big they are. But potentially, because even talking with people working in these markets, the cars or the automotive sector is like very, very potential customer and they needed to meet the regulations even with more autonomous functions inside the cars. So this is like, there is a real need pressing there and this would be some, and it's good that it's here in Germany as well, so you have many of the OEMs of the cars. This is like the first and most pressing. The other one would be in, so there was also the case of Huawei servers providing 5G and then it was, like they, I mean, it made sense. They had concerns about it, but they could not prove yet that our concerns are true. And in such cases, these hardware devices can be used exactly to say to give this as well. So from security perspective, there is also there a pressing need in that regard. The third area is the virtual reality, and that's also. But my thoughts there are: I don't want my solution to be more of enabling this to become more trusted. So this is also not where I want to go at the beginning. Thank you. Yeah, that's what I thought as well. Because it's starting in the automotive industry, you might help. We might help them. As society definitely needs that the laws are controlled. So I definitely see a lot of potential for phones and laptops, for ICT at the end user, for example, Yes, that's true. So how much data is generated and how much energy are the time prints adding, probably, maybe? Yes, this is an important question because
That's exactly why the manufacturers are actually don't do this. So they claim, and of course it makes sense also. You cannot just log everything that you are doing. It will take maybe more energy than doing the whole function itself. And exactly that's the main idea. So the main development started as means of even debugging the systems while doing the development. Because I worked 8 years in the industry before I started my PhD, and this is where I noticed that there are problems. So there is business pressure in the companies, and you need to write the software fast, and what matters is that it functions. But if you want to write a safe software that is going to be at the end of the car, you don't have a lot of arguments as an engineer, again, as people in business who wants to go to the market fast. But if you have high degree of fidelity in tracing and debugging, that I have information that says that no, we still need to wait a little bit and make a lot of or much other work. So this gives the developers an argument to argue against that. And here comes the thing that because there it's unacceptable to log everything, and if you log everything at the end, searching there is also inefficient. And the idea was that, okay, use the simulation model that you have and just log something that you don't know. And what you are not sure about is the exact timing of what has happened. But at the end, the hardware is known, the software that is running is known, you have an image of the software, and the environment, some of the things that happened are known. So you don't need to log all of this, and that makes sense. And that's why we just summarize by these codes. So these codes are like very linearly independent, and we try to make them carry the things that you might have not expected. And that's why they look evidence at the cases of conflict, where it might be this or that, and then they help you then to decide if it was this or that. So that's exactly the idea. So it's really, for example, in the cases that we have done, over 1,000 clock cycles, you would log only at the end 32 bits. And that could be not just for one binary signal. It could be a multitude of binary signals that are related together. And that's why it is the main idea is to have an efficient solution that really encourages, let's say, accurate tracing. Does that answer your question? Mm-hmm. Yeah. But it's quite complex. Yeah, I can provide in this time frame suit I/O. You can find, of course, I mean, it's scientific papers, the PhD thesis, which exactly details how the codes are generated and how they are aggregated at the end and so on. And if anyone interested here, of course, I can happily answer how this is exactly being done today. Thank you. Thank you, Rehab. That was the last pitch for today. Ich brauche gar nicht auf Englisch reden, das ist Quatsch. Genau, wir haben um 17 Uhr ist die SiegerInnen-Ehrung. Verpasst es nicht, es werden 2 legendäre Bits-Bäume verliehen. Ich zeige euch jetzt nochmal den QR-Code, den richtigen hoffentlich, nicht so wie heute Morgen für die Leute, die dabei waren. Genau. Damit könnt ihr oder seid aufgefordert abzustimmen, damit es auch ein schönes Gleichgewicht zwischen euch und der Jury gibt. Und dann sehen wir uns alle um 17 Uhr und bleibt für die Party. Ich weiß nicht, das sollte angesagt werden. Ich finde es selbstverständlich. Bis morgen um 6 gibt es Programm. Bis später.